Auch Hubertus Sebel gehörte zu den langhaarigen Hausbesetzern. Die Haarlänge ist geblieben. Die damals illegale Kneipe steht immer noch. Heute trifft er Jewgeni Arefjew. Der wohnt jetzt im Haus, für das Hubertus Sebel damals gekämpft hat. Ein Künstler verewigte ihn damals mit roter Jacke auf diesem Bild. Das war nicht ohne damals. Also man musste ja immer damit rechnen, dass was passiert. Es gab ja mehrmals die Ankündigung, dass hier mit Polizei geräumt werden sollte. Der Gerichtsvollzieher stand etliche Male vorm Haus. Es hat sogar den Versuch gegeben von dem Hauseigentümer, hier den Schuppen abzureißen oder hier ins Haus zu kommen und alles kurz und klein zu hauen. Und man musste jeden, und es gab sogar auch mal einen Anschlag unten im Keller, einen Gasanschlag, den wir uns immer noch nicht so richtig erklären konnten, also wo das Haus möglicherweise auch eventuell explodiert wäre. Studenten besetzen im Oktober 1973 ein verlassenes Haus. Sie bringen die heruntergekommene Bleibe auf Vordermann. In Münster fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Es entstehen Wohngemeinschaften. Mit viel Engagement und Herzblut kämpfen sie für den Erhalt der Frauenstraße 24. Ich glaube, diese Leidenschaft, sich auch da einzusetzen in so einer Situation, die hat mich nie verlassen. Und ich merke das dann wieder, wenn ich hier bin, in diesem Haus, wo auch ein ganzes Stück meiner eigenen politischen Geschichte drin steckt, wie wütend ich dann auch wieder werden kann. Und so ist das halt bei mir. Es geht in die zweite Etage, ein Gang in die Vergangenheit. Noch heute ist das eine WG. Jewgeni ist deren Sprecher. Hier wohnen aber nicht nur Studenten, auch Auszubildende und Hartz-IV-Empfänger. Die Mieten sind bezahlbar, die Räume aber nicht besonders groß. Ist ja toll. Ja, es ist wie früher hier. Immer noch die hohen Wände. Hat sich auch nicht viel geändert, Jewgeni. Es ist immer noch gleich, genauso. Danke. Gab es damals schon eine Spülmaschine? Nee, die gab es noch nicht. Wir mussten alles noch mit der Hand spülen. Manchmal hört man irgendwelche Geräusche im Haus und dann denkt man, ja, das sind die Geister von damals, die uns dann einflüstern, wir sollen das Haus erhalten und nicht der Spekulation freigeben. Das besetzte Haus in der Frauenstraße 24 wird in den 1970er Jahren zum bundesweiten Vorbild. Doch die Leute im besetzten Haus. Kriegt uns hier nicht raus. 1978 zieht Hubertus Sebel ein. Der Journalismusstudent hat zwar erstmal eine Bude, aber sicher ist ihm die nicht. Also man schlief dann natürlich teilweise auch unruhiger, aber es gab auch Nachtwachen. Also hier haben dann Leute eben auch auf dem Dach gestanden und geguckt, ob sich da was anbahnt und hätten uns auch sofort geweckt. Ich weiß auch, dass ich teilweise noch in Klamotten geschlafen habe. Im April 1981 steht zum wiederholten Mal ein Abbruchunternehmen vor der Haustür. Die Lage aussichtslos. Doch Hubertus Sebel nutzt seine Beziehungen, spricht mit einem hohen Politiker, der sichert zu, dass das Haus nicht abgerissen wird. Was bleibt ist, 8 Jahre Kampf und Solidarität haben dieses Haus erhalten. Und ich glaube, es wird sich möglicherweise irgendwann noch mal wiederholen, weil die Wohnungsnot in dieser Stadt ist nach wie vor da. Und das Beispiel Frauenstraße 24 zeigt, dass es sich lohnt zu kämpfen. Der Verkauf des Hauses droht wieder. Jetzt sind andere dran, sagt Hubertus Sebel. Die Frauenstraße 24 kommt eben nicht zur Ruhe.